shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe ein neues Video für euch am Start. Und zwar, wie ihr alleine mit dem BMX oder mit dem Motorrad komplett über die ganze Map sliden könnt. Das einzige Blöde an dem Glitch ist halt wirklich, ihr könnt es nicht in einer öffentlichen Lobby oder überhaupt in irgendeiner Lobby machen, sondern das geht halt wirklich nur alleine. Das könnt ihr zum Beispiel anwenden, wenn ihr zum Beispiel auf einen Kumpel wartet und der kommt einfach nicht. Sagt, hey Jungs, in einer halben Stunde bin ich online, und der kommt einfach nicht. Und ihr wartet und ihr seid ja ein bisschen gelangweilt, dann könnt ihr den Glitch auf jeden Fall mal machen. Geht relativ schnell, ist auch super einfach und wie ich finde extrem lustig, und ich finde, das sollte man auch mal machen. Das Ganze geht vielleicht auch in der öffentlichen Lobby. Ich weiß es nicht, weil ich es nicht testen konnte, weil es gibt ja den nie wieder vom Motorrad fallen Glitch, aber der funktioniert bei mir einfach nicht. Ich habe einfach stundenlang probiert in mehreren Lobbys und habe zigmal die Lobby gewechselt, aber ich kriege den scheiß Glitch einfach nicht hin. Deswegen kann ich euch nicht sagen, ob das vielleicht mit in Verbindung mit dem Glitch, dass es vielleicht auch in öffentlichen Lobbys funktioniert. Das wäre natürlich richtig geil, aber ich kriege den Glitch einfach ums Verrecken nicht hin. Deswegen zeige ich euch jetzt die Methode mit dem Editor, weil da ist ja bekannt, dass wenn ihr das Rennen erstellt, und zwar nicht aus der Vogelperspektive, sondern in der Ego- oder in der Third-Person-Perspektive, dann fällt ihr nicht vom Motorrad oder BMX. Und deswegen startet ihr jetzt einfach mal über Start Online den Job-Editor von Rockstars. Und dann erzähle ich euch, wie das Ganze funktioniert. So, wenn ihr dann in dem Menü seid, dann müsst ihr einfach nur auf Rennen gehen und auf Landrennen erstellen gehen. Und müsst halt erstmal ganz kurz die Punkte, die man abarbeiten muss, kurz abarbeiten. Also mit Titel, Beschreibung, Foto etc. ppp. Und dann könnt ihr einfach schon das Touchpad drücken, um in Ego-Perspektive bzw. in Third-Person-Perspektive die ganzen Kontrollpunkte zu setzen. Davor ist noch wichtig zu sagen, da müsst ihr erstmal unter verfügbare Fahrzeuge alle Fahrzeugklassen ausschalten, außer die Fahrräder. Und da würde ich euch auch empfehlen, alle Haken rauszumachen, außer beim BMX, weil sonst sieht es ein bisschen blöd aus, weil dann funktioniert es nicht so richtig, wie ich das euch jetzt zeigen möchte. Und wenn ihr dann in dem Menü seid, dann drückt ihr einfach mal das Touchpad, also bei der PS4, damit ihr quasi als Charakter quasi unten auf der Map seid. So, wenn ihr dann da unten seid, dann könnt ihr einfach mal ein bisschen fahren und theoretisch könnt ihr dann die Kontrollpunkte machen, aber das wollen wir ja gar nicht. Und deswegen fährt ihr bis mit dem Fahrrad und zieht mal ein Wheelie oder versucht, dass ihr einfach mal vom Fahrrad fällt. Weil dann kommt wieder so ein schwarzer Bildschirm, wo ihr wieder im normalen Menü seid. Das ist auch gar nicht schlimm, bei mir war das jetzt jedes Mal so. Und dann müsst ihr einfach, wenn ihr in dem Menü seid, einfach nochmal das D-Pad drücken und dann seid ihr auch wieder in der komischen Perspektive, wie er davor wart. Warum das so ist, boah, keine Ahnung, da müsst ihr mal Rockstars fragen, warum die so einen sinnlosen Scheiß einbauen, weil danach ist ja auch alles so, wie es eigentlich sein sollte. So, wenn ihr dann jetzt wieder hier in der Perspektive seid, dann könnt ihr es einfach mal testen, indem ihr springt und den linken Stick nach hinten zieht, und dann seht ihr ja schon, ihr grindet eigentlich oder slidet über die Straße, und ich finde es eigentlich mal richtig geil, und ihr könnt auch richtig geile Stunts damit machen. Ich kenne es so in der Form nicht, ich habe keine Ahnung, ob ich der Founder wirklich von dem Glitch bin. Ich weiß zwar, dass man im Editor nicht von Motorrädern oder Fahrrädern fliegen kann in dem Menü, wo ihr jetzt seid, aber ob ich jetzt wirklich der Founder von so einem Slide bin, keine Ahnung. Dann zeige ich euch irgendwas, was ihr vielleicht eh schon wisst, aber ich habe das neulich rausgefunden und fand es eigentlich ziemlich lustig und dachte mir, ey, eigentlich könnte ich darüber ein Video machen und euch das auch mal zeigen, weil es macht schon Spaß. Es hört sich vielleicht so ein bisschen langweilig an. Aber wenn ihr einfach mal so über die komplette Karte slidet, ich finde es richtig geil. Und weil ihr am Job-Editor seid, könnt ihr euch überall hin teleportieren, wo ihr halt möchtet. Und könnt halt zum Beispiel auf Mount Chiliad euch hin teleportieren und dort mal runterfahren. Oder egal, scheißegal, wo ihr halt gerade Bock habt, das zu machen. Und das ist halt richtig geil. Und wenn ihr zum Beispiel das Ganze mit dem Motorrad machen wollt, dann müsst ihr einfach anstatt auf Fahrräder die Haken reinmachen, einfach mal auf Fahrräder rausmachen die Haken und bei Motorräder reinmachen. Und dann habt ihr ein Motorrad und könnt das Ganze mit dem Motorrad auch probieren. Ja, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und ich würde euch empfehlen, es echt ein- oder zweimal zu machen, weil es halt echt wirklich richtig lustig sein kann, wenn ihr da über die Map jumpt und die übelsten Stunts hinlegt, wo eigentlich normalerweise gar nicht möglich sind. Aber ich bin jetzt mal an der Stelle raus. Und dann würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Also Jungs, haut rein, macht's gut, ciao.